Nino Schurter, zweiter Sieg hintereinander, das mal ein Head-to-Head mit dem Gerhard Kirschbaumer. Wie hast du das erlebt? Ja, es war ein Herzrennen, es war eine sehr physische Strecke. Es ist aber auch schwierig, eine grosse Differenz zu machen, weil die Anstiege sind nicht allzu steil. Man kann einen auch noch recht mitziehen im Windschatten und die Abfahrten sind nicht technisch. Darum ist es echt lang zusammengeblieben und das ist für den Kopf auch noch schwierig, wenn man immer weiss, es sind noch 5 im Rennen. Aber dann, ja, in der zweitletzten Runde habe ich mal das Tempo ein bisschen erhöht und ja, dann sind wir nur das Zweite gewesen und das ist schon mal viel einfacher im Kopf, wenn man weiss, es geht noch um Erst und Zweit und ja, letzte Runde können einen Angriff machen und ein bisschen wegkommen, ist mega, wenn man so gewinnen darf. Ja. Du hast den Gerhard Kirschbaumer jetzt schon mal, glaube ich, in der zweitletzten Runde kurz ein bisschen distanzieren, 5-6 Sekunden, hast du ihn nochmal angekommen. Hat das im Kopf, ist das nochmal schwierig, wenn man merkt, ah, man hat schon kleine Lücken gehabt, jetzt sind wir aber wieder zusammen? Nein, ich habe gesehen, dass es noch zu klein ist und dann eigentlich nochmal angekommen. Gewisse ganze Runde nur mit 3-4 Sekunden probieren, alles zu geben, dass ich auch nicht ankommt, ist auch gefährlich. Darum habe ich gerade wieder ankommen lassen. Bin noch mal ein bisschen hinter ihm gefahren, ein bisschen Windschatten und dann noch mal einen richtigen Angriff. Ja. Und jetzt fehlt noch ein Sieg, glaube ich, um die Rekordmarke von Julien Absalon zu egalisieren, von 33 Weltcup-Sieg. Also ich wollte noch 2, um ihn überholen.